Moin Moin bei Schnappfisch auf TDTV. Heute haben wir eine sehr abwechslungsreiche und interessante Sendung für euch vorbereitet. Zum einen Fridays for Future und zum anderen die Medien-Scouts. Jonas, meine erste Frage. Hast du schon mal bei einem Wettbewerb mitgemacht? Also wenn ich mich richtig dran erinnere, habe ich mal in der Grundschule einen Wettbewerb mitgemacht, einen Vorlesewettbewerb. Und wie sieht's aus mit deiner Vorlesekarriere? Also ich glaube, wir sollten das mal ein bisschen weiter hinten anstellen. Nur so viel, für die große Hollywood-Karriere war der Wettbewerb wahrscheinlich einfach zu klein. Da habe ich einen kleinen Tipp für dich. Ich kenne dich ja so ein bisschen. Jugendforsch, das ist der größte Wettbewerb zum Thema Physik, Biologie, Mathematik, Informatik und Chemie. Stimmt, davon habe ich auch schon mal gehört. Wir von Schnappfisch haben doch auch letztens zwei Teilnehmer von Jugendforsch getroffen, die Medien-Scouts. Korrekt. Die haben uns deren Idee vorgestellt und welche diese ist, das zeigen wir jetzt im Beitrag. Hier sind wir an der Grundschule Sachsenweg. Karl und Jonathan von dem Gymnasium Omor haben eine Quiz-App programmiert und stellen sie jetzt den Schülern der 4. Klasse vor. Prinzipiell haben wir die App für die digitale Aufklärung entwickelt im Rahmen des Fachs Medien-Scouts, wo wir uns natürlich auch darum kümmern, dass zum Beispiel Grundschüler, aber auch in Altersheimen die Menschen aufgeklärt sind über das Thema Medien, also Internet, richtige Benutzung von Medien. Und deswegen haben wir halt prinzipiell diese App entwickelt. Uns ist auch noch aufgefallen, dass in Deutschland es generell oft ein sehr großes Defizit gibt im Bereich von Medienaufklärung und dass sehr viele Fehlinformationen und so in der Welt sind, auch bei Verwandten oder Kleingeschwistern und so. Und deswegen hatten wir auch die Idee, im Rahmen des Kurses die App zu machen. Dass jeder, sei es hier in der Grundschule, auch ohne unsere Anwesenheit oder auch zu Hause in der Freizeit, was über das Thema lernen kann. Spielerisch etwas über Medien durch eine App lernen. Auf diese Idee kamen die jungen Forscher schon vor einiger Zeit. Es war am Tag der offenen Tür, ich glaube, das war vor 2 Jahren oder einem Jahr. Da hatten wir überlegt, was wir als Kurs machen könnten, um unseren Kurs zu repräsentieren. Und dann hatte ich die Idee, eine kleine App zu machen, so wie Wer wird Millionär, ganz einfach, mit Fragen. Und wenn man eine Frage zum Beispiel richtig beantwortet hat, hat man so einen Geldschein in Form von Esspapier bekommen. Und das hat sehr guten Anklang gefunden. Ich habe dann halt angefangen mit der iOS-Version der App, also für Apple-Handys. Dann irgendwann wollte ich das natürlich auch für Android-Handys. Dann habe ich noch Jonathan dazugeholt, der kann das für Android programmieren. Die Schüler hören den Medien-Scouts gespannt zu. Und was halten Sie eigentlich von der App? Also ich finde die App sehr gut. Also jetzt den Eindruck, den ich bekommen habe, dass man auch noch mal etwas mehr über die Medien lernen kann. Wenn ich ein Handy bekomme, werde ich sie mir wahrscheinlich auch runterladen. Ich finde die App gut. Ich finde auch toll, dass Karl und Jonathan sich so viel Zeit dafür nehmen. Und ich lade mir die auch bestimmt runter. Und ich glaube, die macht viel Spaß. Und da lernt man auch sehr viel. Um Karl und Jonathan zu helfen, denken sich die Schülerinnen und Schüler einige Fragen aus, wie zum Beispiel, was ist eigentlich ein sicheres Passwort? Diese Fragen werden dann mit in die App programmiert. Durch die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler wollen die Jungs gucken, was die Kinder interessiert und aufpassen, dass der Schwierigkeitsgrad nicht zu hoch ist. Unser Ziel ist es natürlich, die App so groß wie möglich zu machen und die auch nicht nur hier am Gymnasium Omor zu integrieren, sondern auch in ganz Hamburg oder vielleicht sogar in Deutschland. Weil es gibt natürlich nicht nur uns als Medien-Scouts-Kurs, in NRW gibt es noch ganz viele andere Kurse. Da versuchen wir natürlich auch, die mit einzubeziehen. Das ist Herr Voss. Er ist der Lehrer, der die beiden bei der Entwicklung der App unterstützt. Zu dem Projekt, also ich war ganz stolz auf die Jungs, als sie da auf die Idee kamen. Und ich dachte, das vernetzt dann gleich sofort sozusagen die Ideen, die wir da haben, die Medienideen, die digitalen Ideen mit einem großen Netzwerk. Und dass es eine ganz große Chance ist, habe ich gleich gedacht. Und inwiefern hat der Lehrer Jonathan und Karl bei der Entwicklung der App geholfen? Das ist eher so ein Projekt, was die Jungs da vorantreiben. Und da habe ich sie auch ziemlich sozusagen selbst entwickeln lassen. Ich bin da eher so inhaltlich beratend, dass ich so zu manchen Fragen sage, das passt nicht. Und von daher sind die da selbstständig eigentlich vorgegangen. Dass sich Jonathan und Karl für das Format eine App entschieden haben, ist dabei kein Zufall. Ich finde es einfach toll, dass man, wenn man eine App programmiert, einfach was Eigenes erschaffen kann und sich nicht auf andere Apps stützen muss, sage ich mal, sondern dass man die App nach seinem Belieben nach modifizieren kann.
ändern kann. Und so flexibel wie das Programmieren soll auch die Nutzung sein. Die App unterstützt den Unterricht der Medienscouts, kann aber genauso in der Freizeit genutzt werden, damit die Medienbildung im Klassenzimmer und im Wohnzimmer im Gleichgewicht bleibt.